Ich ziehe meinen Hut vor diese Menschen ab, von den Ordensmenschen, aber auch hier die Hilfswerke und die ein Stückchen die Welt besser machen. Danke, ihr Lieben in den Zelten. Danke, Missio. Lass uns einen Applaus für die geben. Alles Gute und Gottes Segen an euch, Lieben. Aber ich glaube, wir haben noch die Aktion mit den Luftballons. Herr Seibel, kommen Sie doch. Der ist ein scheuer Mann, aber jetzt kommen Sie doch. Von Missio Hilsberg. Hallo! Wir haben eine Aktion. Wofür halten wir den Kopf hin? Wir haben einen Partner, wie schaut man heute, ein syrisch-katholischer Priester, entführt vom IS, befreit. Und er ist weiter aktiv für die christlich-muslimische Versöhnung. Er hält den Kopf für etwas hin. Wir kennen eine Schwester in Papua-Neuguinea, Lorena. Sie kämpft für Frauen, die als angebliche Hexen verfolgt werden, gequält werden. Sie hält den Kopf hin für die Würde der Frau. Und heute halten wir symbolisch den Kopf hin mit unseren Luftballons. Und Patricia Kelly macht mit, sie macht immer mit bei uns, eine ganz tolle Botschafterin. Und sie hat auf den Ballon schon vorher etwas geschrieben, sie kann es vorlesen. Achso, auf Englisch, ne? For my big love, God and my family, also für meine große Liebe, Gott und für meine Familie, dafür würde ich sterben. Danke, und jeder kann jetzt für sich überlegen, für was er den Kopf hinhalten würde. Und wir haben die Ballons verteilt. Und wir bitten euch jetzt alle mit Patricia Kelly, die Ballons in die Luft zu lassen. Aber ich glaube, hier wird es schwierig. Wir geben sie weiter. Genau, Herr Seibel. Sie machen jetzt Akrobatik hier. So. Ich halte sie fest. So. Okay, sollen wir 1, 2, 3 machen? Moment, ich sage den Start, ja? Herr Seibel, Sie machen das. In Vertretung aller Hilfswerke. Missio, Miserio, Advenia, Renovabis, Caritas International und die Sternsinger. Wir halten alle den Kopf dafür hin, dass die Welt besser wird. Mit Patricia Kelly. 1, 2, 3, go!